Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Wir melden uns heute aus Silver Ridge Peak. Und zwar haben wir hier habe ich hier einen kleinen See gefunden, wo wir wirklich gut jagen können. Und zwar ist der, wenn wir uns das Ganze hier in Saguache Plains, der See heißt Lake Prospect. Und der hat hier diese kleine Einkerbung, wo wir so ziemlich in die Mitte kommen. Ihr seht selber ringsrum Trinkgebiete, habt da schon so einige Viecher auch gesehen. Und wenn wir uns hier ein Zelt und einen Hochsitz anpassen, wir haben jetzt zeitmäßig gerade 10.24 Uhr, liegen so ein bisschen in den Zeiten drin. Wir können noch mal eben kurz durchgehen. Wir haben hier von 9 bis 10.30 Uhr, ist schon fast gelaufen. 10 bis 19 Uhr. Wir haben hier noch ein Trinkgebiet. Trinkgebiet, komm, Bedürfnisgebiet. Tränke. 5 bis 8. Also wenn wir hier zu bestimmten Zeiten hingehen, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 10 bis 19, da kann man sicherlich so einige Tiere entdecken. Wir schauen uns einfach mal erstmal um. Hatte gerade auch schon so ein bisschen was gesehen. So, dann haben wir hier zum Beispiel Kabelbock. Mal gucken, ob wir den noch auf 190. Dadurch, dass wir halt ziemlich mittig in dem See sitzen. Da oben hatte ich vorhin schon mal einen geschossen. Dann haben wir hier noch Gabelböcke, 50 bis 57 männlich. Den könnten wir eigentlich mal probieren. Was haben wir da oben noch? Ein Maultierhirsch. Dadurch, dass die doch noch relativ weit entfernt sind, kriegen die anderen Tiere das teilweise gar nicht mit. So, hier haben wir jetzt mindestens zwei, drei Tiere schon mal geschossen. Da hinten haben wir einen Bison. Okay, die Neuner habe ich jetzt nicht bei. Wenn wir hier auf jeden Fall zu den Bedürfniszeiten hingehen, haben wir wirklich rings um den See. Da haben wir auch noch mal einen Bison. Ja, okay, mehr. Den kriegen wir nicht so richtig rein, ist aber egal. Den können wir jetzt eh nicht schießen. Und da kommt ja auch die Gabelböcke schon wieder zurück. Ich will mir allerdings das Gebiet nicht zerschießen, also von daher lasse ich das bei dem.
Und halt viele männliche Tiere auch. Da oben auch wieder ein Bison. Den auf 174, den könnten wir eigentlich noch mal versuchen. Oder auch nicht. Halte ich mal ein bisschen stiller. Da habe ich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen lange gewartet. Okay, wo, da, nee, da ist er. Auf 170 Meter. Ist zwar nicht still, aber wir versuchen es halt. Geht schnell runter, 25-0 und da ist er gefallen. So, da haben wir also innerhalb kürzester Zeit wirklich mehrere Tiere geschossen. Für meine Verhältnisse echt schon ganz gut. Also, muss man halt wirklich mal sagen. So, claimen wir die Tiere mal und schauen, was wir jetzt in den paar Minuten. Gut, den einen, den hatte ich wirklich kurz vorher erst geschossen, bevor ich die Aufnahme begonnen hatte. Vergessen wir den Rest. Mehr schieße ich jetzt hier nicht, soll einfach nur mal für euch als kleine als Möglichkeit für einen vernünftigen Spot. Da haben wir auch noch mal ein Trinkgebiet für die Bisons. Die ich jetzt eigentlich gar nicht so gerne haben möchte. Okay. So, wir sind hier. Und hier hatten wir auch noch mal ein Tier. Ihr schaut. So, wie gesagt, gehen wir erstmal und claimen unsere Beute so weit wie möglich. So, der Gabelbock ist in Gold, in Braun. Kurz vor Diamant. Wunder. Okay, Leute, den stopfen wir aus. Das Bison. So, und die anderen Tiere, die müssten hier in dem Bereich gewesen sein. Versuchen wir mal so ein bisschen den Bisons auszuweichen, weil ich da jetzt auch keine passende. Was haben wir denn hier noch? Da ist aber auch nichts weiter. Also da ist nichts gefallen. Gehen wir also mal weiter und claimen die anderen. So, ich war noch mal kurz am Zelt und habe mir noch mal die Sundberg dazu geholt. Denn wenn wir hier so schauen, ist das voll mit Bisons auch. Die sind allerdings, glaube ich, mittlerweile. Da ziehen sie noch.
Und auf die war ich nun gar nicht vorbereitet. Aber vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, hier einen zu kriegen. Außerhalb der Reihe nicht geplant. Wobei ich mich schon mal drauf vorbereite, wahrscheinlich hier mich verabschieden zu dürfen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich vom Bison überrannt werde. Wobei wir natürlich bei dem Revolver auch relativ nah dran müssen. Der soll sich mal besser verkrümeln, bevor er mir gleich im Weg rumsteht. Dann würde ich eventuell mal versuchen, das 1100 Kilo Tier hier zu schießen. Ab 1200er sogar. Sind aber mittlerweile ja schon wieder auf dem Weg. Da müssen wir versuchen, auf die 80 Meter. Aber da war die Entfernung wohl doch zu groß. Okay, ein Versuch war es wert.
gehen wir jetzt erstmal die anderen Tiere claimen. Und da hinten haben wir auch noch einen Bären. Versteckt sich so ein bisschen im Unterholz. Vom Hochsitz aus hätten wir den noch gut schießen können. So lassen wir ihn laufen. Aber wie gesagt, wenn wir hier mittig im See liegen, ist halt wirklich optimal, um alle möglichen Tiere hier vor die Flinte zu kriegen. Und wenn ich mich jetzt nicht hätte ablenken lassen oder ihr vielleicht noch ein Zelt hier auf diese Seite, auf die entfernte Seite stellt, spart ihr euch dann dementsprechend ja auch die Wege. Ein Silberner, nochmal 1094. Also vom Jagen selbst her kann man hier innerhalb kurzer Zeit schon ein bisschen was machen. Das Einsammeln dauert natürlich dann dementsprechend immer ein bisschen länger. Wie gesagt, notfalls mit einem Zelt könnte man sich hier noch behelfen. Auch ein sauberer Schuss. Lunge links, also Doppellunge, Herz. Auch noch getroffen. Ein Silberner nochmal 1000. Nochmal 1200. Auch knapp vor Diamant. Annehmen. Also gut 5000, 6000 haben wir jetzt in, oder hätte ich da in ein paar Minuten eigentlich zusammenkriegen können. So, jetzt müssen wir mal gucken. War es das? Glaube schon, ja. So, und können uns dann gemütlich zurück teleportieren nach hier und das Ganze von vorne beginnen. Wie gesagt, setzt ihr euch hier irgendwo in dem Bereich noch ein Zelt, spart ihr euch natürlich jede Menge Lauferei.
Und hier an dem See gibt es ja auch nochmal für Schwarzbären zwei Gebiete, weiterhin Fressgabelbock, die ich aber wirklich lieber hier am See. Also hier habt ihr wirklich die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit einige tausend Credits zusammen zu schießen. Lohnt sich auf jeden Fall. Probiert es doch mal. Und wenn ihr noch andere Geheimtipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Heute mal ein recht kurzes Video, aber wie gesagt, das nächste kommt dann spätestens morgen, denke ich. Und dann geht es halt nochmal nach Mississippi. Ich will hier noch ein paar Karten aufdecken, bevor denn die neue Finnland-Karte kommt. Ihr Leute, bleibt gesund. Ich würde mich freuen über Kommentare, Likes und gerne auch ein Abo. Wir sehen uns wieder und bis dann.